Wir befinden uns wieder in SteamVR, in dem Spiel The Lab. Und ich möchte jetzt gerne mal dieses Landschaftsspielchen. Da haben wir auch die Möglichkeit, uns das jetzt auszusuchen, wo wir hingehen. Einfach den Stecker. Und dann sehen wir schon, ist die Landschaft hier, Nationalpark, Italien. Aber ich würde sagen, wir fangen hier an. Vesper Peak, USA. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ist eigentlich nur was zum Anschauen, ist aber an sich schon so genial gemacht. Und hinein geht's. So, und jetzt befinden wir uns auf dem Berg. Es ist natürlich eine herrliche Aussicht. Schönes Wetter. Unser kleiner Hund ist auch wieder da. Der möchte natürlich wieder mit Stöckchen spielen. Dann tun wir ihm den Gefallen. Na, wo ist er? Ja. Komm, hol das Stöckchen. Ups. Ja, er läuft außen rum. Er ist nicht so dumm. Es sieht genial aus. Ich kann mich jetzt hier komplett rumsippen. Kann ich mal so ganz unauffällig an die Kante stellen. Natürlich kann ich auch vorlaufen an die Kante und das. Ich tue das wirklich, als wenn ich jetzt hier an so einer Kante stehen würde. Man ist dann automatisch vorsichtig. Aber die Landschaft ist genial. Ich kann hier ganz einfach mit dem Controller durch den virtuellen Raum zappen. Da fliegen ein paar Vögelchen. Ich weiß, im Video sieht das jetzt alles wahrscheinlich, naja, aus wie ein ganz normaler Film. Aber hier, habe ich wirklich Angst davor, runterzufallen. Ach, er hat einen Stock gefunden. Nein, nicht wirklich Angst, aber es ist schon beeindruckend. Können wir uns auf dem Berg noch bewegen? Zack. Oh, das ist auch ein herrlich. Und ich sag mal, wenn mich jetzt mal das so vorstelle, ich möchte jetzt in die USA reisen. Ich würde mir gerne das mal anschauen. Ich hätte die Möglichkeit überhaupt nicht. Ich dürfte überhaupt nicht als auf den Berg klettern und dann mit so einer einfachen Sache stehe ich dann hier oben an, als wenn ich wirklich hier wäre. Kann mir auch das Wetter aussuchen. Ja, doch. Oh. Und so ein Gletscher. Es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend einfach nur. Nein, ich springe nicht. Auf gar keinen Fall. Ich werde auf meinen Fußboden aufschlagen. Es ist herrlich. Ich werde auch meinen Controller nicht runterwerfen. Mir viel zu schade. Und ganz runter wird er eh nicht fallen. Da wird er auf meinem Fußboden landen. Also so viel Verstand hat man noch. Hier wird nicht alles ausgeblendet. Aber ich könnte mich echt jetzt hierher setzen und die Landschaft genießen. Nein, darunter wollen wir auch gar nicht. Oh, hier geht's. Eieiei.
Was ich jetzt natürlich auch mal machen kann, kann ich nicht machen. Und doch, kann ich das machen? Ich kann natürlich mal unter die Map schauen. Komme ich da hin? Komme ich da hin? Ach, reelle Möbelgegenstände. So sieht das natürlich unten drunter aus. Aber es ist gewaltig. Es ist echt gewaltig. Ja. Okay. Ich glaube, der Körper fängt automatisch an und versucht die Balance zu halten. Wie gesagt, also mich stört das Kabel hier am Headset überhaupt nicht. Ich merke immer, wo es ist. Es hängt halt hier an der Seite runter. Und die Controller sind einfach genial. Ich muss aber wirklich immer wieder mit meinen Füßen fühlen, wo ich bin. Dass ich hier nicht die Orientierung total verliere. Ich kann natürlich aus meinem Kreis auch rauslaufen. Solange wie die Kabel sind, das ist auch kein Problem. Solange ich in dem Bereich der Basisstation bleibe. Man sieht überall einen Schatten von meinem Controller da unten auf dem Felsen. Obwohl es nur theoretisch eine einfache Landschaft ist, die man sich anschauen kann, kann man sich doch an sowas Einfaches in der VR auch begeistern. Kann ich schon auf Berg rumkraxeln? Wie gesagt, hier in den Flächen kann ich mich überall hinsippen. Kann ich auch mal kurz hier an die Kante vorlaufen. Kommen reelle Wände. Nee, so weit hinter kommen wir nicht. Aber es ist okay. Macht Laune. Was macht er da oben? Alles klar. Das soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und so kommen wir wieder raus. Ist cool.